Ein schnurriges Willkommen und Togidin im neuen Jahr bei Panty spielt Albion. Und ja, ihr habt richtig gehört, ich habe nicht Zarima, sondern Togidin gesagt, denn wir sind ja jetzt bei den Kelten. Gleiche Aufnahmesession wie letzte Woche noch im alten Jahr. Ich habe mir eben einen Tee gemacht und ich muss ein Geständnis machen, da ich mir gedacht habe, es ist vielleicht etwas langweilig, wenn ich jetzt hier einmal über die komplette Insel renne, um alles zu sehen. Bin ich hergegangen und habe im Internet genau das gesucht, was ich gesagt hatte, was man machen kann. Und zwar im Endeffekt ist das eine Karte, die einfach daraus basiert, dass einfach alle Bildschirme hier aneinander geklebt wurden. Bin da mal kurz drüber geflogen und ja, was soll ich sagen? Wir sind quasi, ich zeige es, anstatt es zu sagen, das ist glaube ich einfach, auch wenn es ein bisschen dauert, das dauert ja nicht so lange. Wenn wir jetzt einfach anstatt dieser Brücke zu folgen und sie einfach entlang laufen und dem Fluss folgen, dann kommen wir nämlich direkt zurück dahin, wo wir waren. Und das ziemlich schnell. Wir sind also quasi den langen Weg gegangen. Wir sind hier noch nicht bei der Druidenschule, aber wir sind quasi hier, das ist sozusagen der Weg, den sie uns entlang geschickt haben. Den gehe ich jetzt quasi gerade zurück. Das geht auch relativ schnell. So, jetzt einfach hier den Fluss entlang. So, und hier ist die Brücke. Das ist schon direkt, das ist jetzt schon direkt die Brücke an dem anderen Dorf. Das heißt, jetzt sind wir wieder zurück an dem Dorf mit dem König, der uns hier da, na, das ist das Dorf. So, also einfach nur so zur Info, wir sind jetzt den langen Weg gegangen. Und es gibt auch keine weiteren Trifalei-Büsche mehr. Das ist sowas, nachdem ich geguckt habe. Also da ist jetzt irgendwie nichts mehr. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt her und laufen einfach einmal. Das ist wirklich eine High-Res-Karte, das heißt, die ist genau in der Auflösung wie das hier komplett aneinander geklebt. Es gibt noch eine Low-Res-Karte mit Erklärungen, aber die interessiert mich eigentlich weniger. Ich will eigentlich mich nur an Landmarken zurechtfinden können. So, also was hier passiert ist, wir kommen jetzt hier quasi an dem Ort, an dem Dorf an. Und die Aufgabe wäre, und das machen wir jetzt direkt auch, wenn ich hier gucke, das ist, ah ja, genau, wir sind also hier in Vanello. Wir waren noch nicht beim Stammeskönig, da gehen wir natürlich auch noch mal rein. Aber erstmal trinke ich einen Schluck Tee. So ein schöner Earl Grey, ehrlich. So. Okay, hier natürlich finde ich viel schöner eingerichtet tatsächlich als das andere Gebäude. Togidin, verzeiht, aber ich bin beschäftigt. Ja, ich so läuft hier entlang, hat die Tafel, dann wird es, der da schläft, ist ein bisschen doof. Aber das ist halt ein Zelt. Togidin, ich bin der Leibdiener des Königs. Sprecht mit ihm, wenn ihr etwas auf dem Herzen habt. Sprechen wir mal, das ist wahrscheinlich der König. So. Togidin, Reisende, ihr möchtet mich sprechen? Wir sind auf der Suche nach einem großen Metallkörper, der vom Himmel kam. Habt ihr schon etwas von einem solchen Ereignis gehört? Nein, ich muss euch enttäuschen. Von einer derartigen Begebenheit auf Kratogel würde ich bestimmt erfahren. So, dann gehen wir hier durch. Tatsächlich ist ja das ist einzige. Ah, ich vergaß, genau. Was wisst ihr über Oink? Das sagt mir überhaupt nichts. So. Dann schauen wir nochmal hier. Wir können wahrscheinlich hier nirgends was manipulieren. Das wäre auch ein bisschen arschig, wenn wir jetzt hier beim König. Das war der Leibdiener, ne? Nein, das war ein hübsches und komfortables Bett. So, okay. Also ich finde es hier schöner. Du kommst hier rein und hast dann hier die Tische. So. Okay, der König hat uns nicht weitergeholfen. Gut. Und jetzt können wir hier einfach der Straße folgen. Und kommen dann... Na, wer errät's? Natürlich nach Ayano, der Druidenschule. In geschwungenen Buchstaben ist hier zu lesen. Ayano, Wächterin des Wissens, Schule und Zentrum der Druiden Albions. Diese Hütte soll ein so bedeutendes Wissenszentrum beherbergen? Das kann doch nicht möglich sein. Vielleicht ist es ja innen größer als außen. Nein, ist es nicht. Togidin, Reisende. Dies ist Ayano, die Wächterin des Wissens. Willkommen im Zentrum der Druiden Gratogels. Jeder kann sehen, dass ihr von weit her kommt. Darf ich fragen, was euer Anliegen hier ist? Togidin,
Wir kommen, um den Druiden Bero um ein spezielles Amulett zu bitten. Ihr wollt zu Bero? Ich bitte euch um ein wenig Geduld. Ich bin gleich wieder bei euch. Trinke ich ihm schnell noch einen Tee. Dies ist also das Zentrum der Druiden. Dem Zugang nach unten zu erteilen, ist die Anlage unterirdisch erbaut worden. Ich war schon schockiert, als ich die kleine Hütte sah. Also keine Timelord-Technologie. Da ist der Mensch im weißen Gewand wieder. Ich habe mit Nemos, unserem Oberhaupt, Rücksprache gehalten, Fremde. Er ist bereit, eine Unterredung mit euch zu führen. Im Moment Nemos wollten wir nicht zu Bero. Und Tom und sein Begleiter folgen dem Druiden unter die Erde. Willkommen in Ayano, Reisende, der 2000-jährigen Schule der Druiden. Togidin Nemos, verzeiht, wenn ich euch mit meiner Neugier überfalle, aber eure Geschichte reicht wirklich schon 2000 Jahre zurück? In der Tat. Unsere Aufzeichnungen reichen zurück bis in die Zeit, da uns der große Kanto aus dem Land unserer Vorfahren hierher führte. Ist es gestattet zu fragen, wo das Land der Vorfahren war und wie die Reise vonstatten ging? Kanto führte die Auserwählten mit der Hilfe Danus durch das Reich der Nebel hierher nach Albion, als das Land der Vorfahren von den Kreuzern zerstört wurde. Doch nun sagt mir bitte, was euch hierher führt und warum ihr mit Bero sprechen wollt. Wir sind um die Beschaffung eines bestimmten Amulettes gebeten worden. Es hieß, Bero wäre derjenige, an den wir uns wenden sollten. Ich verstehe. Nun, leider ist Bero nicht zu sprechen. Nicht einmal für mich selbst. Ist er denn krank oder ist ihm etwas passiert? Nein, er ist verschollen. Er hat eine Reise unternommen? Mitnichten. Er ist noch in diesem Gebäude. Ich sehe. Ich muss etwas weiter ausholen. Wie schon gesagt, ist dieses Gebäude sehr alt. Es ist kurz nach dem Eintreffen der Auserwählten gegründet worden. Und die Göttin Danu hat als Beweis ihrer Gunst gestattet, das Gebäude in der Erde ihrem Leib zu errichten. Nun gibt es zahllose Teile des Gebäudes, weit mehr Platz als wir benötigen. Ein großer Teil davon ist versiegelt worden, seit vor fast 400 Jahren eine Auseinandersetzung mit einer Gruppe von Druiden stattfand, die wir als die Feueranbeter nennen, und aus denen schließlich die Kenget Camulus hervorgingen. Damals wurde eine erbitterte Auseinandersetzung geführt, die schließlich zum Auszug der Abtrünnigen führte. Zurück blieben Anlagen voller Spuren des Krieges, erfüllt von Verteidigungsmechanismen und bewohnt von Dämonen. In diesem Teil, genannt Drinno, ist Bero zu unserer aller Entsetzen herabgestiegen, um nach einem magischen Artefakt zu suchen. Und nun glaubt ihr, dass wir die Richtigen wären, um nach ihm zu forschen? Richtig. Wäre es nicht sinnvoller, aus einer gut ausgerüsteten Gruppe von Kriegern aus der Umgebung einen Suchtrupp zusammenzustellen? Ihr müsst wissen, dass Drinno, der verbotene Teil, schon seit Jahrhunderten tabu ist. Niemand würde dort hinabgehen. Aber ihr scheint mir Leute, die nicht von unseren Tabus betroffen sind. Und von den Iskai habe ich gehört, dass sie furchtlose Krieger sind. Tom wirft einen Blick in die Runde. Unsere Weiterreise hängt von diesem Amulett ab. Was sagt ihr? Sollen wir den Job übernehmen? Job? Wenn ihr meint, ob wir uns dort nun einmal umschauen wollen, bin ich dabei. Ich werde nicht vor dem ersten Anzeichen der Gefahr zurückweichen. Ich bleibe bei euch, Tom. Nun, ich würde alle vermeintlichen Gefahren als Aberglauben abtun, wenn ich nicht schon einige seltsame Dinge hier gesehen hätte. Erwartet keine Heldentaten von mir, aber ich mache mit. Nun, ich bin froh, dass ihr zu helfen bereit seid. Ich konnte euch sogar jemanden als Verstärkung zur Verfügung stellen. Wir hatten Mühe, ihn davon abzuhalten, sich allein nach Drinno hinabzustürzen. Darf ich vorstellen? Der Ziehsohn von Bero, ein junger Druide namens Meltas. Er ist taubstumm, aber sein Geist ist hell wie die Sonne. Er wird euch begleiten.
Meltas Gesicht zeigt ein gestresstes Lächeln, als er sich kurz verbeugt und hastig etwas auf einen Zettel kritzelt. Freue mich. Schnell aufbrüchen. Bin in großer Sorge. Bero hat sich gut verproviantiert, bevor er hinabgestiegen ist. Er ist kein Narr. Ich denke, wenn er Schwierigkeiten hat, wird er sich irgendwo barrikadieren. Es besteht wohl kein Anlass zu überstürztem Handeln, aber lasst euch nicht zu lange Zeit. Die Druiden Ayanus werden euch unterstützen, wie sie es vermögen. Ich wünsche euch Lukes Segen bei der Rettung. Solltet ihr mich sprechen wollen, ich bin in meinem Zimmer, im Ostteil dieses Stockwerkes. Meltas schreibt und hält einen Zettel hoch. Sagt, wenn ihr zum Abstieg bereit seid. Führe euch zum Eingang. Bitte Beeilung. Und da haben wir einen neuen magiebegabten Mitstreiter. Was kann der so? Einen kleinen Feuerball, Heilung und Prahlen. Okay, dann schauen wir mal hier weiter, was es hier noch so ist. Das sind bestimmt die Schlafgemächer bei den ganzen Wettern. Nee, Makrajo, Meister der Heilung. Dann wollen wir doch mal mit Makrajo reden. Sprechen. Togidin, Reisende, kann ich euch helfen? Da ihr auf der Suche nach dem verschollenen Bero seid, sind meine Dienste als Heiler natürlich kostenlos. Okay, wir können also nur heilen und Flüche entfernen. Sehr schön. Mein Talent zur Heilung von Wunden zeigte sich schon in meiner Kindheit. Seitdem gibt mir dieses Segen und Danus jeden Tag die Erfüllung und die Freude, anderen helfen zu können. Was wisst ihr über Danu? Okay, da sind wieder die Götter. Handwerker und Umayo ist die Waffenschmiedegilde. So, Dichter. Aber jetzt wird's interessant. Was wisst ihr über Bero? Bero, der alte Dickschädel. Seine Leidenschaft für magische Artefakte hat wohl seinen gewöhnlich recht scharfen Verstand getrübt. Hoffentlich ist er dort unten in Drinno noch am Leben. Was weißt du über Drinno? So wird der verbotene Teil Ayanus genannt. Vor langer Zeit fand dort eine Auseinandersetzung mit einer abtrünnigen Gruppe statt, aus denen später die Kenget Kamulos wurden. Noch heute beherbergt Drinno Fallensysteme und schreckliche Kreaturen, die dem Konflikt entstammen. So. Ich frag jetzt nochmal nach. Oink. So. Danke für das Gespräch. Also hier können wir nichts kaufen, vor allem nichts verkaufen, aber wir können die Tränke mitnehmen, die hier liegen. So. Hier liegt jemand, der krank ist. Schläft sogar. Sollten vielleicht ein bisschen leiser sein, wenn der schläft. Wollen wir den nicht wecken? So, schauen wir mal. Hier ist auch nichts, was wir mitnehmen dürfen. So, hier haben wir wieder ein Schildchen. Da steht Meister der Lehre der Druidenmagie. Ah, das ist schon mal nicht schlecht. Weil dann kann vielleicht unser Freund Meltas noch was lernen. Da unten. Steckt sich hinter der Wand. Togidin, meine Kinder. Sucht ihr euer Wissen der Druidenmagie zu mehren? Ja, nichts kann er lernen. Okay, er muss erstmal hier leveln. Sehr gut. Nein, ich werde jetzt nicht hergehen und grinden. Ich gehe jetzt tatsächlich dann gleich los. Ich will nur noch mal gucken, was hier sonst noch ist. Ich habe keine Karte von dem Ort hier. Togidin, ihr sollt also nach Bero im verbotenen Teil Ayanus suchen. Es heißt, dass es dort unten manches magisches Artefakt gibt. Ich schaue es gerne für euch an und lasse euch an meinem Wissen teilhaben. Ich muss allerdings zum Wohle der Schule von Ayano eine kleine Gebühr dafür erheben. So, dann können wir jetzt hier 7,5 Gold zum Beispiel den Dolch identifizieren lassen. Jetzt können wir die Informationen abrufen. Dann schauen wir mal. Ich jetzt hier sage, untersuchen. Dann haben wir hier, aha, das ist der Zauberspruch Blitzschlag drauf, 2-mal, 8-mal maximal und es gibt keinen Bonus. Das mache ich jetzt nicht für alles, was wir haben. Aber wir haben die Meltas. Das ist jetzt der Grund, warum ich den Dolch damit hatte. Der kann, der hat einen Dolch mit Schaden 4. Und der hat nur einen Schaden von 2. Das heißt, ich tue den mal hier unten hin zum Verkaufen. Der Kristalldolch hat einen Schaden von 8. Achso, halt. Und der kann vom Druiden benutzt werden. So, dann rüsten wir ihn erstmal aus, geben erstmal hier einen besseren Dolch in die Hand. Das
einen Schaden von 8. Sehr fein. Außerdem haben wir jetzt den Fall... es ist natürlich doof, dass Sira vorne steht. Aber das wird schon gehen. Ich will ungern Rainer nach vorne stellen, weil er nicht gerne kämpft. So. Okay. Ja, und ich hätte den jetzt ausfragen können, aber stattdessen ist nur hier nach den Kisten. So. Dann schauen wir mal hier. So, da will ich mal genauer hingucken. So. Und hier ist niemand. Dann kann das gut sein, dass das ein Bereich ist, wo man der gedacht ist, dass man da Dinge holt. Hier ist wahrscheinlich der Chef. Zu den Hallen der Bücher. Natürlich überall rein. Da sind die Hallen der Bücher. Das sind natürlich Bücher, das ist klar. Die interessieren mich nicht so. So, die Leute interessieren mich natürlich. Togidin. Ob Bero wohl noch lebt? Nun, er ist für seine Handlung selbst verantwortlich, so wie wir alle. Miltas gibt durch Gestenschrift zu verstehen, dass dies der Eingang in den verbotenen Teil ist. Die Tür wurde bereits aufgeschlossen. Okay, also, weiter. Er entschuldigt sich. Ich will tatsächlich vor allem gucken, ob es hier irgendwas... Hier sind natürlich lauter Bücherella. Okay, da geht es einfach nochmal runter. Und ich weiß natürlich auch schon, dass das, wo wir hingehen, dass dieser verbundene Bereich, dass das ein 3D-Dungeon ist. Die sind alle mit Gedanken versunken. So, dann schauen wir nochmal hier. Da ist rechts die Küche scheinbar. Da wollen wir nochmal gucken, wie man hier hin. So. Und hier die Truhe. Können wir auch nur angucken. Die kriegen tatsächlich hier nichts. So, allgemeiner Arbeitsraum, okay. Dies ist der Arbeitsraum. Dient euch nur, wenn euch etwas für Beros Rettung nützlich erscheint. Ja, natürlich. Klar. Also, ist ja nicht so, als wenn wir einfach alles mitnehmen, was hier liegt. Ne? Also, wenn das schon angesprochen wird, dass es eventuell für Beros Rettung nützlich sein kann, dann ist ja klar. So. Das hier. So, dann gucken wir mal hier. Können wir da... Genau, das habe ich mir gedacht. Einen Brunnen mit klarem Wasser. Und jetzt gehe ich nämlich her und fülle die Eimer mit Wasser. Das ist tatsächlich... Ist mir jetzt, wo ich gesehen habe, jetzt macht keines mehr eingefallen, dass wir das vielleicht brauchen, um irgendwelche Feuer zu löschen, ins Weg versperren. Aber ich habe es tatsächlich vorher nicht gewusst. Und ich habe nur... Das war so rausgestochen. Und hier lagen so viele Eimer. Und dann habe ich halt mal gedacht, Rechtsklick A, Gegenstand benutzen. Füllen wir mal die Eimer mit Wasser. So, sehr schön. So, dann erstmal hier. Da ist noch jemand. Togidin, als ein Schüler Beros fällt es mir schwer, meine Studien zu betreiben, im Gedanken daran, dass er jetzt vielleicht gerade mit dem Tode ringt. Der Text hätte vielleicht eher gelb sein sollen, weil weiß sind üblicherweise Narrator-Texte. Rein. Also aus dem allgemeinen Arbeitsraum, da haben wir auch direkt gesagt bekommen, wir sollen nur was mitnehmen, wenn wir es brauchen. Und da ist Nemos. Das ist also sein Schlafgemach. Der Chef der Druiden. So, schauen wir mal hier. Zu den Schlafräumen. Besucher, bitte haltet euch fern. Na, da halten wir uns mal dran. Wir wollen ja nicht die Leute mit dem Schlafen stören. Okay. Dann würde ich sagen, ich speichere mal. So, speichere mich an Let's Play. Ah. Warum habt ihr nicht geschrien? Ich habe geladen. Okay. Ich gehe jetzt direkt hoch. Ohne zu schlafen, auch wenn es jetzt gleich dunkel wird. Und kürze das Ganze etwas ab. Ich werde jetzt nicht mehr jeden zu aller Lore befragen. So. Also nochmal den ganzen Kram hier. Einmal schnell durchklicken. Das geht auch mit der Tastatur. Aber nicht, wenn man die Tastaturhand benutzt. Ich kann einfach hier eine Pfeiltaste gedrückt halten.
dann wird automatisch alles weggedrückt. So. Jetzt geht das quasi so schnell wie möglich durch. So, das ist natürlich jetzt richtig ärgerlich. So, dann kommt Meltas. So, und dann geben wir Meltas den Dolch. Das wird jetzt richtig mies. Ah, was wir machen können noch ist. Was wir hätten machen können noch ist verkaufen. Das ist also Druidenmagie. Ist das der Heiler oder der Magier? Das ist der Magier. Das ist der Meister des Wissens. Ich will jetzt schnell nochmal gucken beim Heiler. Da geht's runter. Das ist das. Das jetzt übersehen. Okay, hier können wir uns ein paar Tränke holen. So, ich nehme tatsächlich den Eimer schon mal mit, weil er im Weg liegt. Und den hier genauso, weil dann können wir die Fackel uns nehmen. Ich weiß nicht, ob und wie viele Eimer wir brauchen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass wir mit den Eimern Feuer löschen können. So, und auch müssen. Gut, das hier war nix, das hier war nix. Und hier oben waren die Schlafräume. Ich glaube, da war eben noch ein Heiler. Wo auch noch Tränke rumlagen, die wir nehmen können. Entschuldigung. Das war hier, genau, das war direkt der allererste Eingang. Genau. So. So, und dann wollen wir doch mal diesmal wirklich speichern. Spielstand speichern, Let's Play. Ja. So. Und dann würde ich sagen, kurz, wir sprechen Meltas an und sagen, wir wollen in den verbotenen Teil. So. Auf geht's. Die Wand können wir nicht angucken, nein. Oh, okay, interessant. Anders als ich in Erinnerung habe, ist das kein 3D-Dungeon hier. Es werden wieder also rasten die ersten Mal. Heilen bei. Die Gefährten lassen sich zu einer Ruhepause nieder. Man macht es sich gemütlich und kommt ins Gespräch. Auch Meltas beteiligt sich daran. Er liest von den Lippen ab und schreibt kurze Notizen. Besonders interessiert zeigt er sich an den Iskai. Er bemüht sich, von ihrer anders gebauten Mundpartie abzulesen und lässt sich von ihrer Kultur und ihren Eigenheiten berichten. Als die Sprache auf das Stirnorgan der Iskai kommt, berührt Meltas neugierig Siras Tri. Beide erstarren plötzlich. Vom Blitz getroffen. Sieht man, wie sie erstarrt sind. Interessanterweise haben wir jetzt die Musik von der Insel vorher, Yrina. Das ist... Ich kann hören. Ihre Lippen sind stumm, aber ich verstehe. Bei Meltas immer bedenken, alles was hier steht, ist wahrscheinlich geschrieben. Unmöglich. Kein Mensch kann das Tri lesen. Aber ich kann ihn... Sag mir, was du hörst. Hört sich gut an, wie Sympathie. Nein, mehr Zuneigung. Etwas, das ich noch von keinem Menschen hörte. Auch mein Ziehvater Bero liebt mich, aber das hier ist anders. Beunruhigend. Ich verstehe es noch nicht. Ja, du hörst die Musik der Iskai. Sira berührt fast automatisch Meltas Stirn. Seltsam. Es macht keinen Unterschied, ob ich dich berühre oder nicht. Du besitzt kein Tri, und doch ist es, als hättest du eins. Wer bist du, Meltas? Wer bin ich? Was weiß ich? Taubstumm, ängstlich. Wie soll ich es beschreiben?
Alle meine Worte, selbst die feinsten, sind nur der Versuch, einen bestimmten Tropfen Wasser im Meer zu finden. Sei vorsichtig, Sira, dass ich uns nicht in Worten ertränke. Ach, Meltas. Schlechtes Bild? Nicht schlecht, wenn du ein Gedicht schreibst, aber das hier ist kein Gedicht. Gedanken, unsere, lass sie einfach zusammenfließen. Also sprich, das hören tatsächlich nur Sira und Meltas gerade. Dann sind wir ein Fluss? Auf jeden Fall sind sie kein Tee, den ich jetzt eben schnell nochmal trinke. Und ja, und wir sollten demnächst ein Flussbett finden. Oho. Oho. Sira und Meltas teilen den verblüfften Gefährten mit, dass es zu einem geistigen Kontakt zwischen den beiden gekommen ist. Etwas, das zwischen Mensch und Iskai nicht für möglich gehalten wurde. Innerhalb weniger Sekunden sind sich Sira und Meltas sehr nahe gekommen. Noch lange sorgt die Begebenheit für Gesprächsstoff zwischen den Gefährten, bis endlich alle die Müdigkeit übermannt und man sich zur Ruhe begibt. Die Gefährten ruhen für 8 Stunden. Ist interessant, hier wäre übrigens auch nochmal ein Wasserbehältnis. Also wir sehen hier schon mal, hier sind Dings und Bums. Und ich habe Probleme mit Worten. Ich habe tatsächlich kein Wasser. Und das hier waren die... Das hier sind diese Feuerplatten. Seht euch mal diese grauen Steinplatten an der Wand an. Ich bin neugierig, ob sie etwas bewirken, wenn man drauf tritt. Ja, mit Sicherheit nichts Gutes. Aber, ja, hier geht das Feuer an. Und da unten gehen die... Und da oben ist eine Steinplatte. Ich kann da auch nicht durchlaufen. Die ist hochgegangen. Da können wir sie jetzt drauf treten. So, aber kein Problem. Ich gehe her und fülle den Eimer mit Wasser. Und da es 2 Platten sind, fülle ich gleich noch einen zweiten Eimer mit Wasser. Ich dachte, das wäre im 3D-Dungeon. So. Und dann können wir jetzt hier... Die Klingen haben sich wieder in den Bogen geschoben. So. Dann würde ich sagen, wir nehmen uns gleich nochmal Wasser. Einmal. Zweimal. Und gehen also jetzt hier durch. Und hier finden wir schon mal einen. So, einen Schild. Das ist der schwächste Schild. Den geben wir mal Meltas. Der hat nämlich noch keinen Schild. Gesehen davon sollte der auch den Dolch in die Hand nehmen. Und wir müssen die Kampfposition anpassen. Ich schicke mal Sira nach vorne, die nämlich sehr gut trainiert ist. So. Da sind auch noch hier Gegner. Ja, ich weiß, ich hätte jetzt nur einen nutzen brauchen. Aber ich gehe her und nutze lieber 3. Das heißt, ich hole mir noch einen dritten Eimer und mache das Feuer aus. So. Okay, die 2 Eimer sind gleich gewesen. Der ist anders. Jetzt trägt Tom zu viel. Dann geben wir doch mal etwas an Rainer. Der hat noch Platz. Ist sehr schön. Ja, so ein Eimer Wasser wiegt einiges. So, dann wollen wir hier den Gegenstand benutzen. So, und dann haben wir hier noch einen Dolch. Das ist eindeutig. Das können die Gefährten scheinbar nicht sehen, aber wir sehen hier ist eindeutig, dass wahrscheinlich fährt dieses Teil der Wand nach unten oder sowas. So. Feuerschalen hier interessieren uns nicht. Hier. Nein. Hier sind 3 Platten und ein Hebel. Das scheint irgendein Rätsel zu sein. Da müssen wir mal gucken. Sind hier irgendwie. Nein, das ist nur ein Stein. Gucken wir mal, ob hier irgendwo ein Hinweis ist. So, schauen wir mal. Also, wir haben hier 2 Striche und ein Plus. Das kann natürlich eine mathematische Aufgabe sein. Da sind noch Fackeln, die können wir mitnehmen. So,
Das kann heißen 11 plus irgendwas. Okay, da ist ein Teil von dem Hebel. So, knallen wir jetzt einfach hier. Knallen wir jetzt einfach hier drauf. So, zack. Machen wir mal, dass Rainer möglichst nicht kämpft, weil der eigentlich. Er hatte mal irgendwann, das habe ich irgendwo gelesen, als ich die Magien nachgeguckt habe. Ich habe natürlich geguckt, was die einzelnen Zauber machen, weil ich sagen muss. Tatsächlich weiß ich nicht, was nicht mehr was Prahlen macht. Da muss ich nochmal reingucken. Aber den Feuerball knallen wir mal hier hin, den zu trainieren. Das ist sehr schön. Das ist übrigens genau das, was der Feuerring auch tut. Nein, Miltas, du bleibst da stehen. Das sollte es schon gewesen sein. Da sehen wir, dass Sira einigen an Schaden kriegt. Die Hoffnung ist, dass Miltas eben recht schnell hochlevelt. So, hier gehen wir nochmal her und löschen das, weil das jetzt hier mitten im Weg ist. So, nehmen den Haken hier mit. Ist er noch ein Kochlöffel? Ein Löffel. Nehmen wir mit, wenn wir ihn brauchen. So, aufnehmen. Und da kommt schon der nächste. So, Quark. Was ich machen möchte, ist tatsächlich den kleinen Feuerball anwenden. Also das Problem ist, dass jetzt sonst hinten drei stehen würden und das ist natürlich ungünstig. So, aber ist okay, Miltas ist recht flott. Und durch das Leveln vom Feuerball sorge ich dafür, dass der auch was drauf hat. So, dann macht sie hier ihre leichte Heilung, die schon ziemlich stark ist. Nur mal, ich habe vergessen, wie viel die heilt. Nicht viel, gut. Das heißt, sie greift jetzt wieder an. Und er macht die normale Heilung, die er einmal machen kann, unter Einsatz von Lebenspunkten. Boah, das hat einiges gekillt über ihn. Dann greifen wir hier mal eben an. Das kann sie auch, wenn sie. Das kann sie auch nach dem Kampf. So, erstmal den Kampf beenden. Die Lebenspunkte. So, gehen wir hier an Rainer. Der hat noch. Ja, ein bisschen. Ein paar Gramm kann er noch tragen. So, dann kann sie verzaubern. Und zwar die leichte Heilung auf Miltas. So. Das kann sie, das macht tatsächlich nicht viel. Aber das Schöne ist, soweit ich weiß, müsste die. Autsch, die Heilung. Es ist, wenn ich mich nicht irre, so, dass die. Eigentlich ist es nicht so. Warte mal. Ich brauche 5 Spruchpunkte. Ich glaube, es ist so, dass wenn die Spruchpunkte aufgebraucht sind, dann verbraucht sie am Ende so viele Lebenspunkte, wie sie heilt. Also Miltas muss seine Heilung pushen, weil die ist, die heißt nicht leichte Heilung, die heißt nur Heilung. Das heißt, die wird tendenziell stärker sein. So. Okay, hier ist ein Pfeil. Ein Dolch. So, okay, das ist interessant. Hier ist noch ein Schild. Können wir uns mal hier angucken. Das ist ein kleiner Lederschild. Der hat einen Schutz von 3. Da gucken wir mal, was hat Miltas momentan. Untersuchen, Schutz von 3. Ach Quatsch, hier wollte ich gucken, Schutz von 5. Gut, aber Miltas kann noch ein bisschen was tragen. Oh, der kann 39 Kilo tragen. Weißt du was, dann trägst du jetzt mit den ganzen Tränke, die nämlich da so Flüssigkeiten sind, einiges an Gewicht haben. Und du trägst auch hier diese Fleischbrocken mal für uns. So. Weil die ja einiges an Gewicht haben. Und Tom muss ja das Wasser tragen können, weil er ja der aktive Typ ist.
So, okay, also hier sind, die sind rechts. Ich gucke gerade, ob es irgendwelche Hinweise gibt zu den Platten. Okay, hier sind, ist ein 9x9 Feld von Platten. Okay. Und da ist eine Platte. Und hier sehen wir auch nochmal, die sind in einem Plus angeordnet. Und tatsächlich ist meine Vermutung, auch weil da hinten das Feuer in einem Plus angeordnet ist, dass ich die in einem Plus aktivieren muss. So, und dann mit der Platte bestätigen. So, jetzt hat sich das hier aktiviert. So, und dann aktivieren wir nochmal das hier. Genau, das wollen wir jetzt festhalten. So, jetzt kriegen wir nämlich hier den ganzen schönen Kram. Und das ist unter anderem ein schönen Schild, den unser Druide hoffentlich nehmen kann. Jawohl. Feini, das heißt, Meltas, guck mal, du kriegst jetzt hier ein Schild, der ganze 6 Verteidigung hat. So, das ist also nochmal die Verteidigung, die du vorher hattest. Dann haben wir hier nochmal so einen großen Dolch, der natürlich nicht viel bringt, weil wir jetzt einen besseren Kristalldolch haben. Das ist hier noch ein Altrank. Und hier ist eine Truhe, da sind Edelsteine drin. Die kriegt auch Meltas. Bin ich mal gespannt, ob wir die für ein Rätsel brauchen oder ob wir die tatsächlich noch so tatsächlich verkaufen können. Die Fackel hier, die wir noch nicht brauchen. Ja, ich habe jetzt dieses Plus tatsächlich sogar als Hinweis schon genommen. So, ich nehme jetzt auch mal das hier als Hinweis und aktiviere ganz links und ganz rechts die Platte. Und ziehe jetzt den Hebel. Das hat nichts gemacht. So, tatsächlich, eigentlich gibt es nicht allzu viele Kombinationen. Okay, es muss hier irgendeinen Hinweis dazu geben, wie ich das hier zu machen habe. Muss ich die bestimmte Reihenfolge aktivieren? Ja, Reihenfolge, okay. Das habe ich mir gedacht. Okay, Reihenfolgen gibt es nicht allzu viele. Also mal diese Reihenfolge. So, also jetzt nochmal, ich weiß nicht mehr, wie es erste Mal, ob ich links nach rechts oder rechts nach links gelaufen bin. Also jetzt habe ich alle Reihenfolgen durch, wo die rechteste Platte die erste ist. Die mittlere Platte und gehen dann von der Mitte aus nach links, nach rechts meine ich. Ja, ja, das wissen wir schon. Wir probieren gerade, wir brute-forcen gerade die Reihenfolge. Weil ich keinen Hinweis gesehen habe. Okay, das heißt, es ist die linke Platte zuerst. So, das ist die richtige gewesen, von links nach rechts. Dann haben wir noch einen Hebel. Und jetzt kommen wir zu dem Vanyak. Da bin ich ganz dreist und force einmal. So. Und dann würde ich sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, belasse ich es jetzt hier und sage erstmal, für heute ist Schluss. Wir sehen uns nächste Woche und bekämpfen dann gleich erstmal den Vanyak. Also bis nächste Woche. Ciao, miau.